Hallihallo und melde mich gehorsamst zum Dienst bei dem Spiel Journey to the Savage Planet. Und wir spielen es im Coop. Und zwar der liebe Daniel ist auch dabei. Hallo. Wir wissen beide nicht, um was es geht. Was wir aber wissen ist, dass die Hauptfrequenz, die Hauptfilmchen, Intros, sonst was wohl beim Daniel laufen werden. Also müssen wir mal gucken, wie wir das in Zukunft machen. Wie wir das veröffentlichen. Sind wir denn bereit, Daniel? Ja, ich bin bereit. Wir können das Spiel beginnen, wenn du auch bereit bist. Ich bin immer bereit. Dann lass uns mal loslegen. Gut, ich sag dir, wenn das Intro fertig ist. Also wir haben schon mal ganz kurz reingespitzt, kommt gleich ein Intro, das sehe aber nur ich scheinbar. Und dementsprechend, ich gebe dir einen Mucks dann, sobald es fertig ist. Alles klar. Los geht's. Es hat auf jeden Fall ein bisschen Ladezeit. Ja, ach so. My name is Martin Tweed, President and CEO of Kindred Aerospace. Thank you for joining the Pioneer Program. Meinst du, wir kriegen jetzt erklärt, was wir tun müssen? For almost 30 years, ich hoffe. Kindred has been striving to help humanity expand beyond the confines of Earth. And I am excited to announce that many industry observers now consider us the fourth best interstellar exploration company. From our humble beginnings, manufacturing batteries and solar arrays for use in extreme climates, to our line of athletic footwear and chic survival apparel, we have been continually striving to drive humanity further from the bottom of the oceans and now to the stars. Ich wusste gar nicht, dass wir ein Fenster haben machen. Our next step is to move beyond pure exploration and into settlement, which is why you are here. Our scientists have identified several planets that may be fit for human habitation. Yours is ARY-26. Geil. Your job is to explore the planet's surface, catalog its creatures, threats, and opportunities, and send your data back to our crack team of scientists here at Kindred for analysis. The more you discover, the more we'll be able to guide your experience and highlight objectives for you and your partner, if you have one. I should also partner? Mention that while ja, every ich. Effort has been made to ensure a comfortable and safe journey, recent budget challenges plus the unknown natures of the obstacles you will face mean that we were unable to send you anything in the way of equipment. But don't stress, however, as your habitat comes equipped with a 3D printer that is more than capable of turning any old space trash you discover into useful items. One minor note. All the fuel in your javelin was used in the journey from Earth and the landing on your planet. You will need to discover a local resource that you can refine into an appropriate fuel. Unless, of course, you decide to spend the rest of your life off Earth. But I don't want to take up too much of your time, and I'm sure you're very excited to explore. So I wish you good luck. We will send updates on your progress as you complete your scheduled surveys. Stay alive and see you soon. Och, wie hat's alle liebst. Ich hab so den Eindruck, wir haben die Arschkarte gezogen. Das kommt nochmal bei Checkers sowas hier, oder? Hast du denn deine Untertitel an? Ich glaube ja. Ja, doch, da stand was. Ich habe nämlich schon so einen Übersetzungsfehler gesehen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Was? Was? Wer? Please log into the computer and fill out a teeny-weeny questionnaire, if you don't mind, so we can make sure you're not crazy. Wie verrückt. Achso, ja, dann mach du mal, dass du Moment das siehst. Mal. Ich guck mal erstmal den Katzenkalender an. Wir haben 2034. Wer ist das? Looking for love. Oh Gott. Okay, das ist dann... Nee. Nee. Achso, da ist ein Computer. Please take the questionnaire on the computer. Otherwise I can't open the door, or turn on the lights, or feed you.
350 mal 150 Megahertz. Ach du Scheiße, die haben ganz schön viele Kerne. Neuer Bericht. Ah, ich kann auch reinklicken. Es sieht so aus, als hättest du es geschafft. Gut gemacht. Gemäß deinem Kindred-Mitarbeitererfahrungsprogramm. Leistungsvertrag bist du vertraglich verpflichtet, in regelmäßigen Abständen Berichte zu schreiben. Fangen wir an. One of my jobs is to continually assess your mental state, and as space has been an issue for some other recent explorers, could you please identify yourself from this gallery of faces? Ja, wer bin ich denn? Die haben alles so richtig coole 80er-Frisuren. Wie, du kannst dich stylen? Ich kann auf jeden Fall mein Gesicht. Ich nehme, glaube ich, den Bob Ross-Verschnitt hier mit noch längeren Haaren. Thank you. I'm super glad you're not crazy. Ach so, schön. Ich bin schon mal nicht verrückt. Das ist super. Ich bin Forscher J75X321. Das ist der Ende des Berichts. Ah, Grob. The only food in this universe that tastes exactly like it sounds. Nachrichten. Herzlich willkommen. Oh, will ich das jetzt alles vorlesen hier? Ja, irgendwie nicht. Doch. Das ist die Erde. Curse of the Host. Jetzt quatscht mich auch noch die KI voll. Also, hallo, in Klammern, Name des Explorers hier. Das ist der erste Tag Ihres großen Abenteuers. Wir können nicht begeisterter sein, Sie auf Planetnamen hier begrüßen zu dürfen. Als wichtiger Teil von Kindreds Streben, die Sterne zu erforschen, ist es unerlässlich, dass tapfere Menschen wie Sie jeden Stein umdrehen, jeden Grashalm scannen und die wertvollen Baustoffe aus dem Inneren jeder Bestie holen, damit unsere Datenbank wachsen und sich die Menschheit weiterhin in den unendlichen Weiten des Universums ausbreiten kann. Die Menschheit war für ihre gesamte Existenz auf der Erde gefangen. Wir können größer sein. Wir können mehr sein. Helfen Sie uns dabei. Mit freundlichen Grüßen, Marin Tweed, Gründer und CEO. So, okay. Ach, ein Video kann ich auch noch angucken, ja. Dann gucken wir mal hier ein Video an. Hi, my name is Martin Tweed, President and CEO of Kindred Aerospace. Ach Moment, ich glaube, das ist... Thank you for joining the Pioneer Program. Das ist das, was da gerade eben gelaufen ist. Oder? For almost 30 years, Kindred has been striving to help humanity expand beyond the confines of Earth. Wir haben schon mal 5% Fortschritt gemacht. That many industry observers das nur, die das gucken. The fourth best interstellar exploration company. From our humble beginnings, manufacturing warum starrst du die Tafel an? Na, weil da tolle Sachen drin sind. Kann ich die Videos in den Müll ziehen? Nee, kann ich nicht. Schade. Okay, so, wie die Tafel. Ah ja. Okay, wie kommen wir denn jetzt hier raus? Keine Ahnung, ich habe jetzt erstmal Köder mitgenommen. Futter. Sind da unten drin? This remains impossible. Until you find a suitable fuel source on the planet. So, 3D. Achso, da kann man hier was machen. Achso, Waffen kann man hier bauen. Gegenstände, Rucksack, Visiere, die aber alle noch verschlossen sind hier, ne? Okay. Da ist der Teleporter. Ein Teleporter? Wo? Ja, hier unten. Ach, hier unten. Achso, ja, ich hab. Also dir ist bewusst, was wir sind, ne? Wir sind intergalaktische Pfadfinder. Forscher. Du hast gesehen, wir dürfen Außerirdische dürfen wir treten, aber nicht essen oder berühren. Aber treten geht. My Captain, dürfen wir beamen? Ja, ich bitte drum. Teleporter benutzen. Ja, klasse, ein Eisplanet. Ich liebe es. Oh yeah, es ist ja nicht kalt genug draußen gewesen die letzten Monate. So, was machst denn du da? Ja. Ich hab keine Ahnung, da ist ein Abfalleimer. So, welcome to ARY-26. It doesn't seem to be, well, a planet at all, really. More detonation of rocks. This mission just got 100% more interesting and about 50% more lethal. Na dann. Tödlich, ja? In your exploration, the Javelin is equipped with several small, robotic drones that can perform basic scans of the world around you. Please launch them by opening the exterior hatch. Wie tue ich denn die Außenklappe öffnen? Was wollt ihr von mir überhaupt? Ah, das war ein Scan. Okay. Damit wie kannst du scannen? Mit Z?
Z? Ja. Alter. Ach nee. Ah. Was ist das? Doch. These aren't reads. So, was mache ich denn jetzt hier? Ich habe die Dinger da gescannt. Da kann man durch, oder? Schlagen. Ach so. Ach, die kann man. Huch, was ist denn da? Komm mal her, guck mal. Was ist das denn? Hä? Wo? Oh, ich bin schon so am Erkunden hier. Schweinswesen. Mopsvogel. Bist du denn? Ich bin hier einfach weiter. Wir standen doch gerade hier beide am Höhleneingang. Ja, Entschuldigung, da waren noch mehr Löcher. Wie hast du denn das weggekriegt? Mit E. Dann kam schlagen. Und jetzt habe ich hier so komische. Wollen wir Nahkampf. Das Knuffelding Da steht Nahkampf. Wollen wir das? Nein! Die sind doch voll lieb. Okay. Schau mal, wer kann Fußball spielen mit denen? Yippie, yippie, yay! Oh, warte mal, ist das eigentlich explodiert? Alter, du hast es getötet! Nein! Es und jetzt willst du uns töten! Igitt, ich bin grün! Niemand schlägt meine Bitch! Wir haben die Viecher getötet. Warum hab ich denn jetzt ein schlechtes Gewissen? Ach so, Heilung? Hoppla. Oh! Okay, versehentlich draufgeschlagen. Und was ist da jetzt rausgekommen? Ich will dich nicht schlagen. Komm, lass uns lieb sein. Lass uns umhopsen. Wie kann ich denn hier die Sachen da eins? Oder geht das gar nicht? Aber wie machst du das alles hier? Ich hab doch auch gerade reingeklickt. Einfach drüber laufen. Hast du den aufgesammelt? Achso, okay, dann bin ich wohl scheinbar voll. Warte mal, ich kann hier einen Schlag aufladen. Achso, dann gehen die mit einem Schlag weg. Ist aber schon. Mit der Tab-Taste hast du irgendwie so eine Scan-Funktion. Genau, ja, richtig. Ups. Und was mache ich jetzt dann? Schau mal, ich hab sie gefüttert. Oh, niedlich. Oh, ich will sie streicheln. Oh. Ja. Mit dem Fuß, ja. Entschuldigung. Au! Ja, jetzt hast du es angefangen. Jetzt musst du es auch zu Ende bringen. Geh weg. Bonus-Loot? Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Wir werden wieder um Loot uns streiten. Na. Kohlenstoff. Also wenn die was geben, ne? Tut mir leid. Schau mal, da einer, der steht immer noch da oben. Den habe ich, glaube ich, da hochgekickt. Habe ich die Pflicht, die auch zu töten. Nur wegen dem Kohlenstoff. Es Super. Tut mir leid. Für die Forschung. So viel zum Thema Tierversuche, ne? Autsch. Die machen Schaden. Warum hast du mich geschlagen? Ich habe dich doch nicht Oh, du kannst mich tatsächlich schlagen. Hey! Ich sterb gleich. Was? Ja. Bist du für ein Weichei? Ich hab nur noch halbe Leben. Du hast einen sehr harten Haken. So, wie kriege ich das jetzt weg? Warte mal, vielleicht mal mit Scannen erstmal? Nee, Zerbrecherkristall. Gewaltsam? Nee, das funktioniert. Warte mal, wir haben schon vorhin getreten. Ich hab vorhin irgendwie getreten. Das macht er automatisch. Ich fühle mich über Asterix und Obelix. Klack, 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 klack. Aua! Oder bei Bud Spencer, ja? Du hast mich erwischt. Hab ich doch. Was? Okay, warte mal, ich habe hier noch eine Höhle gefunden. Komm mal mit hier. Okay, das macht auf jeden Fall immer nichts. Moment, ich komme. Was mache ich denn eigentlich? Hast du auch diese komische Dose in der Hand? Ja. Was macht man eigentlich damit? Ich bin mir noch nicht sicher, damit habe ich gerade gefüttert. Also ich habe denen einfach so eine Dose hingeworfen und dann fanden die das ganz cool. So, was Wie hast du die hingeworfen? Mit Q und dann einfach nur, also Q gedrückt halten und loslassen. Das ist ein bisschen Ach seltsam, so. Die Steuerung. Da ist ein halbes Raumschiff so. Hier. Was sagt denn der Scan? Nix. Das ist wohl wahr. Deswegen hätte ich gesagt, wir gucken, das ist wahrscheinlich... Achso, da kann man hochklettern. So. Und jetzt? Toll, jetzt sind wir wieder da. Das haben wir ja toll So viel zum Thema andere Höhle, ne? Warte mal, kann man da hier irgendwie durchkrabbeln oder so? Nee, auch nicht. Mit Gewalt sollen wir hier was kaputt machen. Warte mal, vielleicht, sollen wir ja was craften.
Das wäre so eine, Das wäre irgendwie ganz logisch. Oh, okay. Jetzt habe ich erstmal die Gesundheit wieder voll gemacht. Quatsch, Quatsch. So. Gucken wir doch mal. Wir haben doch da irgendwie so Kohlezeug, teleportiere. Achso, da komme ich wieder ins Raumschiff dann. Aber dann muss ich wahrscheinlich hin, wenn ich wieder was craften möchte. Na, wollt ihr kommen? Komm. Was Futter. Ist das denn? Futter! Kommt mal her! Da ist ein roter Knopf, aber da passiert nichts. Rote Knöpfe sind immer perfekt. Ja, und die kommen dann gleich hoch, oder was? Huch! Was hab ich denn da gefunden? Wir hätten vielleicht am... Don't forget to continually scan your surroundings. The camera will transmit data back to Kindred HQ, which will send you blueprints. Oh. Ich kann Kabel scannen. Fuel tanks are intact, but empty. If you can find a local fuel source, you'll be able to get back home. If you can't, congratulations. Jetzt mal alles gescannt, was ich gefunden habe. Ja, ja. Wir müssen hier kaputte Sachen scannen am Raumschiff hier. Habe ich gerade gemacht. Ja. Ach, jetzt will sie das hier. Und jetzt wahrscheinlich dann das Ding dann in der Höhle da. Hm? Jetzt bück dich doch. Au! Bück dich, Fee. Wunsch ist Wunsch. Ach, jetzt geht's auf einmal. Ah ja. There is our missing panel. Well done. In the future, whenever you need help finding your currently selected objective, you can use survey to orient yourself. The javelin is basically intact, but in need of minor repairs. If we ever want to relaunch. Oh, the cartographers found an alien alloy we could maybe use to repair the ship. Let me mark it. Nice work! You already have the required amount of carbon to craft a highly functional base-level Nomad Plasma Pistol. The 3D printer inside the Javelin is ready for your input. Weißt du vielleicht, wo eine Kohlenstoffquelle ist? aber dafür müssen doch wieder Tiere dran glauben. Was? Uh-huh. Welche Tiere? Aber wir haben doch schon genug. Noch gar keine. Hat er gerade gesagt. Autsch. Hab ich dich wieder geschlagen? Quatsch, quatsch, quatsch. Super, wie da jetzt einfach so ein Sound kommt, der sagt, hey, hast du toll gemacht. Moment mal, jetzt müssen wir, glaube ich, mit dem 3D-Drucker irgendwas drucken. Na dann. So. Lasset uns drucken. Müssen wir jetzt wieder rein teleportieren oder was ist denn da? Da ist auch noch eine Luke. Ne, da geht nichts. Automatically deposit any resources you were carrying. Anything you drop outside the javelin, however, will stay there until you go and grab it with your meat hands. Ich habe eine Knarre gecraftet. Ich will auch. Ja, warte, 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 warte. Hä? Und jetzt? So, jeder für sich selber Zeug craften. Ich hab keine Ahnung, ich hab da jetzt ausgewählt, aber wo kann ich die jetzt holen? Keine Ahnung, da steht aber so ein dicker Pfeil, print hier. Was? Wo war es? Wie ein dicker Pfeil? Da, direkt hier? Ja, beim... der ist ja immer da. Achso, okay. Wer labert denn jetzt hier? Waffen. Aus. Nicht genug Ressourcen. Ich hab das schon gecraftet, eine Waffe Hammer. Ich weiß noch nicht, wie man die jetzt, Nomadenpistole? Ja. Ich hab die, glaube ich, nicht. Moment mal, wie mache ich die jetzt so? Enter? Nee. Na, wieso ist die bei dir orange? Ja. Ja, dann ist die schon gecraftet. Ach so. Das habe ich gerade gemacht. Aber jetzt ist nur noch die Frage, wo kriegt man die her? Also sowas wie ein Inventar gibt es hier scheinbar nicht, ne? Oder haben wir die jetzt automatisch und die ist quasi nur draußen dann da? Warte mal, ich geh mal raus. Ich guck mal, ob ich die dann vielleicht hab. Ja, ich hab sie nämlich. Ah ja, okay, dann haben wir die jetzt. Gut. Der Computer sagt uns auch irgendwas. Wie, der Computer sagt uns irgendwas? Was sagt denn der?
Jede Menge Text. Und dann lies mal vor. Oh, die Steuerung ist aber irgendwie komisch. Okay. Hallo nochmal. Glückwunsch zu deinen enormen Fortschritten, die du auf dem Planeten gemacht hast. Sicherlich spürst du bereits die isolierende Einsamkeit. Was machst du gerade? Ich kick dich durch die Gegend. Mich? Ja. Lass mich zufrieden. Schlagen kann ich dich nicht, aber wenn ich dich berühre, dann hüpfst du immer weg. Okay. So, sicherlich spürst du bereits die isolierte Einsamkeit der Weltraumforschung, aber du kannst sicher sein, dass dein persönliches Opfer nicht unbemerkt geblieben ist. Martin Tweed, Kindgrets furchtloser und unerschrockener CEO, hat deutlich gesagt, dass er an der Zusammenfassung eines Absatzes für die harte Arbeit unserer 74 aktiven Pioniere interessiert war. Gut gemacht. Wenn du das Ziel weiter verfolgst, deinen spannenden neuen Planeten zu erforschen und zu dokumentieren, solltest du das Kind-Read-Wertesystem stets im Auge behalten. So, jetzt kriegen wir wahrscheinlich... steht da, was wir tun müssen, was? Dreh jeden Stein um. Also erstens, dreh jeden Stein um. Wenn sich ein Stein nicht umdrehen lässt, zerschmetter ihn. Zweitens, erkunde jeden Winkel und jede Ecke. Sollte ein Winkel oder eine Ecke zu gefährlich erscheinen, schau trotzdem nach. Wir bezahlen dich dafür. Na, herzlichen Dank. Drittens, sei stolz darauf, deine Arbeit und verteidige dein Eigentum von Kindred um jeden Preis. Fortschrittliche Weltraumtechnologien ist teuer und schwer herzustellen. Das Drucken neuer Gliedmaßen und Extremitäten kostet lediglich einen Bruchteil davon. Viertens, viel Spaß. Ja, super. Ich kann schon also gut starten. Okay, dann gehen wir halt Ressourcen jagen. Hat die unendlich Muni? Ich sehe zumindest nichts anderes. Achso, ich bin hey! Ey, ich weiß, wie scheiße du schießt! Ey, wieso? Ich schieße nur Scheiße. Ich hab doch hier die Scheiße weggeschossen hier. So, das ist doch mal ein leichtes. Ein leichtes. Wie nachladen? Müssen die echt nachladen? Oder bist du ja? Irgendwie habe ich so leicht ein paar Borderlands-Vibes. So ein bisschen, ja. Okay, es hat geklappt. Da bin ich ja schon mal erleichtert, weil ich weiß ja, wie du... Hoppla, das... Ey, du schießt auf mich, du Frosch! Entschuldigung, Mann, das war ja nicht absichtlich. Wie kann man so scheiße schießen? Du stehst hier im Weg, Mann! Komm noch mal her, weißt du, dann setzt hier eine. Ach, da geht's gar nicht hoch, okay. Wie, da geht's nicht hoch? Echt nicht? Doch, geht's doch. Ey, warum kommst du denn da hoch? Dann probier's mal mit dem Doppelsprung. Ich komm da nicht hoch. Hallo? Ach ja, da geht's wieder los hier. Hä? Da hat er wieder Probleme hier. Ich komm nicht hoch. Na du kleiner Zwerg, hallo. Möchtest auch hier hoch? Hallo. Ist jetzt da echt jetzt da? Okay, jetzt kommen wir auch nichts mehr hoch. Ja, wie hast du... Ach, okay, gut. Ah, genau. Hä? Du darfst nicht direkt an der Kante stehen, sondern musst ein bisschen davor stehen. Und dann quasi so einen Doppelsprung machen, mehr oder weniger. Doppelsprung? Hab ich jetzt jedenfalls versucht. Okay, das ist sehr tricky, sehe ich gerade. Jetzt komme ich auch nichts mehr hoch. Kannst du... Da, jetzt da. Was? Du verarsch mich doch. Okay, ich gehe hier lang. Puh, na gut, dann komme ich halt mit. Kann ich ja nicht alleine davor lassen. Du weißt, kannst du mal aufhören? Ich weiß, wie scheiße du schießt. Dann scannen wir halt lieber. Oh, was haben wir denn hier? Oh ja, ganz viel Scanmaterial. Turm? Oh ja. Because my system appears to be functioning correctly, but our initial scan said there should be no sign of intelligent life here at all, and that appears to directly contradict this idea. I will contact your superiors immediately. One moment, please. Also mit einem hat er recht. Ich spüre auch hier kein intelligentes Leben neben mir auf dem Planeten. Wo steckst du? Oh, ich geh weg. Oh, ich hab hier schießt entdeckt. Die Pflanze. Ach nee, die ist leer. Okay. Ich habe irgendeinen Metallsack entdeckt. That thing you picked up looks disgusting and squishy and bouncy.
Achso, das sind Heilsachen, okay. I have received an urgent message regarding the tower from our president and CEO, which is available for your viewing. Was ist denn jetzt los? Ich bin da komplett auf Drogen. Please return as soon as you have a moment. Was ist denn jetzt? Looks like it's gonna pop. Might want to get back. Oh, okay. Ich habe hier alles in die Luft gejagt. Ich habe es im Sprungbeutel. Ich schieße hier alles kaputt. Hui, blum. Hi, ich habe einen Sprungbeutel gefunden. Böng, böng. Wie ein Trampolin. Ist ja geil. Okay, wir sollten mal zusammenbleiben. Wo bist du denn eigentlich? Hier oben. Da. Hier, ach da. Komm mal hier hoch, da gibt's ein Trampolin. Komm mal hier hoch, du weißt, dass ich hier Sprungprobleme habe. Das, ja. Schau mal, Trampolin. Oh. Da. Boing. Ey! Huch, weg bin ich. Ey, da ist eine Höhle! Wie, das ist eine Höhle? Oh, da ist eine Höhle, tatsächlich. Da ist eine Höhle. Ja. Nahes Geheimnis. Okay, was bist du denn? Schieb es dir in den Mund? Oh. Kannst du das auch essen? Nö, gerade nicht mehr. Aber da ist noch was anderes. Oh, hey! Da ist noch eins im Dus. Was, wo, wo? Hier, ja, schau mal. Wenn ich rein will, dann geht es. Jetzt fangen die hier mit Rätseln an, das finde ich nicht lustig. Außerdem ist der Schalter da oben kaputt. Der wird nicht besser, wenn wir da drauf schießen, befürchte ich fast. Okay, geh jetzt mal rein. Nein, okay. Nein. Okay, wir müssen irgendwie einen Weg finden. Ey! So, mal gucken, was ist denn hier noch? Oh, ist dir eigentlich aufgefallen, dass es ein Skelett ist da oben, was da rumhängt? Riesiger Schädel hier. Ja. Was bist du denn für ein überdimensionales Viech? Soll ich dir was sagen? Hm? Unser kleiner Bot-Computer geht mir jetzt schon auf den Sack, die labert ja nur. Ja. Oh, Moment mal. So, was haben wir? Haben wir sowas schon mal gescannt? Ja. Dann kann man es ja töten. Haben wir das schon mal gescannt? Ja, okay, also weg mit. Aber schön, dass sie es alle auf dich dann abgesehen haben. Die wissen schon, wer der Gefährliche von uns beiden ist. Au! Hey, was stehst du auch in der Schussbahn rum? Ich sammle hier gerade alles ein. Ja, erst töten, dann fragen. Da ist mal an die, ist mal die komische Frucht da oben. Huch. Warte mal, da ist ein Sprungtrampolin. Was? Wo ist Frucht? Da. Da, wo ich stehe. Na, was schmeckt das? Nach Levelaufstieg. An der sämtlichen orangenen Schleim. 8 von 100. Oh Gott. Oh nein, das ist wieder so mit Achievements. So mit Sammel-Achievements. Kann ich schwimmen? Achso, okay. Das ist nur ein Tümpel. Was ist. Ha! Achso, ach, wir können den Tümpel auch scannen. Ein Heilbad. Oh, warte mal, da hinten leuchtet. Achso, das sind die Heilpflanzen, ne? Haben wir noch irgendwas, das wir scannen? Oh oh! Shit, Domio! Hilfe, Hilfe! Wo bist du denn schon wieder? Au! Au! Was hast du denn schon wieder gefunden? Die spritzen mich voll! Hilfe! Scann du mal die Dinger, ich kann gar nicht scannen. Ja, Moment. Achso, ich bin zu weit weg zum Scannen. Nee, solange du im Kampf bist, oder? Doch, das geht. Passt. Okay, jetzt können wir sie über den Haufen schießen. Jo. Die haben mich angegriffen, verteidig mich. Oh Gott, ja. Mit meinen Schussskills, das hat sie nie so weit hergehabt. ich habe eine Mission gefunden vorhin, aber ja, wir haben ja auch eine Höhle, ne? Also, ich glaube, wir. Silizium? Da können wir Computerchips mitbauen. Was ist denn das? Da ist noch was Blaues. Bist du denn Schönes?
Das ist eine Ader. Kohlenstoffader. Genau, damit habe ich vorhin, glaube ich, ein Level abgetriggert, dachte ich. Aber wahrscheinlich ist es einfach nur, ach, da ist so eine Frucht. Levelaufstieg. Ach, wir kriegen es beide, den Aufstieg, mhm. Okay. Good news is those things you ate made you way harder to kill. Bad news is you're harder to kill because most of your bones have been placed with rock hard space tumors. Good news, potential partners dig tumors. Or so I hear. Bisschen wie Star Wars. Piu piu, piu piu. Oh, hier sieht's aber schön aus. Ja. Aber warte mal, ich würde noch mal die eine Frucht da einsammeln wollen. Die haben wir nicht jetzt vergessen. Also kannst du schon mal erkunden gehen. Ich sammle die schnell ein. Ameisenhügel? Der ist ein bisschen aber groß. Ich möchte nicht wissen, was da für Ameisen drin leben. Okay, Moment, dann kann ich die töten. Schlapper. Will ich die töten? Wahrscheinlich kommt da Zeug raus, was mich tötet. Ich höre irgendwas ganz Großes. Was ist denn da? Kann man dies... Achso, das sind die Dinger, die wir eh schon haben. Ja. Irgendwas ganz Großes ist hier. Meine Katze vielleicht? Ja. Oh, was ist das denn? Was seid ihr denn für putzige Dinger? Wo bist du denn schon wieder? Babuschka! Oh. Wo kommt die denn aus Russland, oder? Ja, die teilen sich, wenn man die hey. Drauf schießt. Da wird was, aus, was seid ihr denn? Aus einer wird zwei. Ey, 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 ey! Was? Oh, die haben Panik. Ich glaube, die haben gerade die Alarmanlage angemacht. Oh, hey, wo ist das andere hin? So. Hä? Also wir sind hier, um zu forschen, ne? Warum haben die uns die Knarre in die Hand gegeben? Damit wir forschen. Oh, was bist du denn? Ach, das ist jetzt ein Babuschka-Viertel. Okay. Es war einer. Da hinten sind wir diese Fliegeteile. Also nur für die Forschung natürlich. Nur für die Forschung. Wow. Platz. Oh, 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 obla. Ups. Ich bin da mal was abgestürzt. Was passiert eigentlich, wenn man abstürzt? Man kommt wieder zum. Man kommt wieder. Wie bei Mario Kart hebt einen dann quasi so ein Ding wieder aus dem Untergrund. Zum Glück. Ah ja. So ein Roboter, so ein kleiner. Oh, was haben wir denn hier? Looks to have fallen from the nearby tower at least 400 years ago. Chim Chimini, Chim Chimini. Chim Chimini. Ah, Mary Poppins. Ach so. Uralter Schleim. Nee, oh Quatsch, uralter Schleim, orangener Schleim. Was lese ich denn? Ey, den will ich haben. Wie komme ich denn da zu dir hin? Sind da, da ist auch noch was. Rectangular Prisms. Alienblöcke. Ist das eigentlich ein schlecht. Alter, geh weg! Kann ich hier hoch? Kann ich hier irgendwie hoch? Oh je, wenn wir da hoch müssen, dann sehe ich schon, habe ich mit dir die Arschkarte gezogen. Ja, was soll das heißen? Nee, da müssen wir nicht hoch, oder? Da müssen wir nicht hoch, glaube ich nicht. Nee, auf den Baum müssen wir nicht. Was ist denn da oben? Zum Tagel? Okay, warte mal. Ich gehe mal auf die Suche, wo du jetzt überhaupt bist. Sehe ich dich auf der Karte irgendwo? Du bist doch da. Hey, hallo. Hallo. Da hinter da so blind vor mir her. Ich habe nur auf die Karte geguckt. Wir müssen da irgendwie hinkommen. Das ist so ein Sammelobjekt. Wo? Da oben. Da oben? Das hier? Das ist doch wieder so ein Schlabber-Gedöns, oh Gott, das, Gedöns, ist, das oder? Ist doch wieder so ein Hüpfgedöns. Ja. Ja, ja. Warte, da. Vielleicht können wir da auch irgendwas craften später, um da hochzukommen. Ich weiß es nicht. Oh, cool. We find what appears to be an alien feces and your first instinct is to just pick it right up. Ich hab Scheiße aufgehoben. I think we can use it as a sort of natural adhesive, so... I guess we're flinging poop now? I don't get it. This planet was supposed to be devoid of intelligent life, but these structures... Why don't you scan this one? Looks like some sort of transport device. If you turn it back on, we can kill you here and make a clone of you at another one you've activated. Or, sorry, I'm supposed to say teleport. So, das haben wir schon.
Ja, und ich dachte, das ist ein sehr friedliches Spiel. Nur mit Erkunden und so. Ah, ich hab was zum Klappern gefunden. Okay, so, even more good news. Those tumors that improved your stamina and replaced your bones, they've spread to the musculature of your lower body, which gives you rock Warst du da hinten schon hard bei dem glutes. Turm? Ja, das hab ich extra nicht eingesammelt. Metallisches Samenbeutel. Ii. Ah ja, jetzt ist er kaputt. Warst du da bei dem Ding schon? Hier, guck mal. Das Alien Sammel du mal Transport. auf. Warum soll ich zu den Vorkoster spielen? Achso, das ist ein Teleporter. Ah ja, Also, okay. bisschen geht mir die Gude echt auf den Sack. Ja, ich hätte da ganz gern irgendeine deutsche Stimme, vor allem mal, dass ich das auch verstehe. Das geht mir ein bisschen zu schnell gerade. So nebenher. Ja, und du hast schon recht. Die hat schon eine sehr penetrante Art, auf sich aufmerksam zu machen. Reifpflanze, wir können auch einen Haken bauen, dann können wir uns da hochseilen. Also, wusste ich doch, da kommt doch Warte mal, irgendwas ich mit benutze jetzt mal Blitzen. diesen Teleporter. Mal gucken, was der macht. Ah! Okay, Schnellreise. Da kommst du Tschakka! wieder zum Schiff, nehme ich an, was? Ja. Dann kannst Ja, du warte mal, ja ich schon bin mal nicht mal irgendwas zu. craften, Genau, ich. vielleicht. Gucken mal, was wir da bauen können. Du hältst die Stellung. Ja, auf jeden Fall. These are Hohe like glow Berufung. shrubs, but lazier. Cave! How exciting! Even Och, more exciting is Eggo, halt the jetzt fact einfach mal that die the cartographers Backen. have detected a trap fluid which could be used to synthesize the fuel for basic jump pack. Please use all possible methods to investigate. So, jetzt ist die Frage, will ich da allein in die Höhle reingehen? Ich guck mal. Ach, da sind wieder so kleine. Warum die leuchten da ganz witzig? Das sind aber wieder dieselben, die auch, oder? Alter! Warte mal kurz. Es ist ja furchtbar. Du kommst hier rein, du wirst von allen Seiten zugelallt. So, jetzt ich will doch nur was. Lass mich doch mal krass. Da ist in meine Waffe gerannt. Oh, das kann passieren, ne? Ja. Mitten ins Auge geschossen. Gut, dass die Augen bei denen so groß sind. Aus. Da guckst du. Okay. So. Oh, nee, da geht's nicht hoch, oder? Ah, doch, tatsächlich. Also, ich kann nichts herstellen, weil wir noch einige Sachen erst noch erforschen müssen. Okay. Also, oder finden müssen, beziehungsweise. Ach doch, Na warte mal, was dann. haben wir denn hier? Fortschrittlicher Akku. Oh, wir brauchen noch die gelben Dinger. Ich brauche 100 Stück davon. 88 haben wir. Die gelben Dinger? Was sind denn die gelben Dinger? Ja, nicht Kohlenstoff. Keine Ahnung, was ist das Gelbe? Silizium. Silizium. Ich kann noch mal gucken, ob ich noch irgendwo Silizium finde auf die Ja, Schnelle. die droppen die Gegner. Ja, habe ich gerade ein paar weggemacht, aber das waren Nein, zu ich wenige. meine die Forschungsobjekte natürlich. Ja. Ah, warte mal, was habe ich denn da? Was ist das denn? Hä? Ach, das ist eine Oh. Taschenlampe. Okay. Ich crafte mal höhere Durchschlagskraft. Ups, ich habe die Taschenlampe ausgeschlagen. So. Komm. Bist du noch da ungefähr? Ich bin in der Höhle drin gerade. Oh nein, die Taschenlampe ist schon wieder leer. Was ist. Ne, ist die Taschenlampe leer? Oh, komm. Oh. Ah, jetzt ist wieder eine da. Okay. So, was ist denn hier? Also gut, ich darf hier nichts machen. Außer. Oh, was zischelt denn da so? Deckst du denn? In der Höhle. Ja, ich bin schon auf deinen Spuren. Sind Hups. noch mehr Taschenlampen. Was ist das denn hier? Höhle mit Alien-Statuen? Wie schlecht kann ich denn schießen? Ich habe einen gefährlichen Schrein entdeckt. Ah, und Gegners. Also, Ich naja. glaube, ich folge dir gerade. Eigentlich keine Gegners, aber was hier schon mal so rumfleucht. Ah, ich habe die Taschenlampe entdeckt. Okay. Dann bist du, glaube ich, gar nicht so weit weg mehr.
Mach keine Dummheiten mehr in der Taschenlampe, weil sonst ist die Taschenlampe weg und dann musst du warten, bis wieder neue respawnen. Huch, Dummheiten gemacht. Aber ich habe 50 Aluminium gefunden. Ah, habe ich was übersehen scheinbar. Ja, wie immer. Wie immer. Ach ja. Es ist ja ein Koop-Spiel, nicht umsonst, ne? Ja, ja, ich bin hier wieder der Entdecker. Ich merk schon. Wo bin ich denn da jetzt? Weg. Oh, was hab ich denn da? Ach so, das... Hallo. Was sieht das denn aus, wenn du mit der Taschenlampe rumläufst? Was haben wir denn hier? Meister? Ja? Bevor wir die Höhle weiter erforschen, würde ich sagen, wir machen mal einen ganz kurzen Break, hä? Ja, können wir gerne machen. Dann schauen wir mal, ob es hier noch Sachen zu entdecken gibt, außer dem Alien-Konstrukt, was auch immer das ist. Also ich höre schon Forschungsobjekte. Und ich habe Forschungsdrang. Dann, na gut, dann Folge 2 geht's weiter. Tschüss.